Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic 3. La la la. Okay, wohin muss ich jetzt? Ich muss nach Norden, irgendwo hier und hier. Nicht so einfach, nicht so einfach. Frage ist, der Schmied ist jetzt irgendwelchen Erzvorkommen angeblich. Nicht, da ist nichts mehr zu holen. Im Norden in die Berge. Ich meine, hier sind Berge, der könnte ab hier bis dahin überall sein eigentlich. Oh nein, bitte nicht, oh nein, bitte nicht. Ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr, die Viecher zu töten. Ist doch schon so weit bei dir, dass du keinen Bock hast mehr auf die Viecher. Aha, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Wer bist denn du? Wie hast du mich gefunden? Ich bin meinem Instinkt gefolgt. Ach ja? Und was willst du? Ich hab mehr Glück als Verstand. Ingvar schickt mich auf die Reise, bei allen Schmelzern zu lernen. So? Ich habe keine Zeit, dir etwas beizubringen. Ich bin selbst auf einer Suche. Wonach suchst du eigentlich? Reines Erz. Vor vielen Nächten träumte ich von einer Höhle reinen Erzes. Du begibst dich auf die Suche wegen eines Traums? Weshalb sonst sollte sich ein Mann auf die Suche begeben? Warum gehen wir nicht zusammen? Du weißt nicht mal, wo es hingeht und willst mitkommen? Das nenne ich tollkühn. Das gefällt mir. Gut, du kannst mitkommen. Pass auf, dass du nicht stirbst. Oh, fuck. Die Reise beginnt, oder? Ich muss auf jeden Fall speichern. Warte, ich muss speichern. Weil wenn er jetzt irgendwo reinrennt und stirbt. Jetzt habe ich den falschen gefunden. Aber das freut mich auch. Aber ich töte auch alles, keine Angst. Davor, ich hab den nicht, wenn ich den jetzt nicht aus Versehen gefunden hätte, ich hätte hier halt gesucht, hier. Ich hab den nie gefunden. Mein Herz! Nichts, da ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts mehr zu holen. Ah, Erz. Du hast deine Prüfung bestanden. Kehre zurück zu Ingvar und sage ihm, ich glaube, du wirst ein fähiger Erzschmelzer. Okay. Thank you.
Hast du gegoogelt jetzt, wo das steht? Um uns beiden das nervige Suchen zu ersparen. Ich glaube, der müsste immer hier sein, oder? Da vorne steht seine Hütte, ja. Dir traue ich das schon zu. Wenn ich es einem zutraue, dann dir. Okay, und hier müssen die blöden Hirsche sein. Wenn der jetzt nicht da ist, dann war es für mich mit der Quest. Meine auch nicht. Ich hab hier schon mal gegraben, das weiß ich ganz genau. An diese Stelle kann ich mich nämlich genau erinnern. Ich habe hier schon mal gegraben. Ich kann noch mal graben. Okay. Meine Orientierung ist nicht ganz so arsch. Das ist ein Hirsch. Ich glaube, die Hirsche sind weg. Bin ich wieder da, genau. Junge, es gibt keine Hirsche mehr. Zeig. Gehe ich zu Xalas, genau.
Naja, das war's mit den Hirschen. Die wollen nicht. Da hat es irgendein Hirsch geschafft zu überleben. Ich denke darüber nach. Was ist mit dem los? Schläft er den ganzen Tag oder was? Such dir einen Job, Alter. Die anderen Schmelzer sind einverstanden. Dann ist es entschieden. Ich werde dich unterrichten. Bring mir was über das Schmieden bei. Zeig mir, wie ich eine reine Erzwaffe schmiede. Für eine Klinge aus reinem Erz musst du ein Gefühl entwickeln. Verwende nur die Rohstoffe, die dir angemessen erscheinen. Beginne mit deiner Arbeit, wenn du Ruhe hast, und geh vorsichtig mit dem Rohling um. Wenn die Flammen auf dem Erz zu tanzen beginnen, ist es heiß genug. Dann forme das Erz nach deinem Willen am Amboss. Zeig. Okay. Reine Erzrohling, nee. Wo finde ich eine Erzzange? Ja, wenn ich eine Erzzange finden würde, würde ich schmieden. Als wenn das so einfach wäre. Kann dir doch egal sein. Okay. Am besten du erledigst das selbst. Ich denk darüber nach. Ist das dein Ernst? Als wenn das so einfach wäre. Ich denk darüber nach. Ist das dein Ernst? Am besten du erledigst das selbst. Du solltest meinen Rat annehmen. Ich denk darüber nach. Ist das dein Ernst? Als wenn das so einfach wäre. Am besten, du hältst dich da raus. Ist das dein Ernst? Kann dir doch egal sein. Ich denk darüber nach. Klar, warum nicht?
solltest meinen Rat annehmen. Ich denke darüber nach. Das ist das wahrscheinlich. Hör bloß auf mit der Scheiße. Ist das dein genau. Da zeige ich einen Zang aus deinem Herz, welcher wahrscheinlich nur Nordmar zu finden sein wird. Solltest meinen Rat annehmen. Am besten du hältst dich da raus. Hör bloß auf mit der Scheiße. Klar, warum nicht? Hör bloß auf mit der Scheiße. Am besten du hältst dich da raus. Ich denk darüber. Klar, warum nicht? Als wenn das so einfach wäre. Zerfetzter Zettel, der Arnstein. Kann dir doch egal sein. Zusatzliste stollen. Ne, ich finde da jetzt nichts. Hör bloß auf mit der Scheiße. Kann dir doch egal sein. Am besten du erledigst das selbst. Ist das dein Ernst? Am besten du hältst dich da raus. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Am besten du erledigst das selbst. Na, ich denke auch, dass es hier gibt. Das ist das einzige Logische für mich. Du dreckiger Dieb. Ja, los. Da! Abgebrochen. Ich dachte, der gibt sie mir vielleicht. Wenn ich Erz schmieden lerne, dass sie mir vielleicht gibt. Aber irgendwie nicht. Irgendwie macht er das nicht. Oder liegt er wohl in der Höhle bei der Schmiede? Schweren Taschendiebstahl, Hör bloß auf mit der Scheiße. Ja. Was kann denn schon passieren? Wenn du dann hier noch egal bist. Ich nicht schon genug Probleme hätte. Du solltest meinen Rat annehmen. Hör bloß auf mit der Scheiße. Als wenn das so einfach wäre. Hm.
Okay, wer von euch ist ein Dieb? Wo kann ich Diebstahl lernen? Taschendiebstahl? Von Diego, und Diego steht hier, oder? Schwert der Elemente. Content Mod. Und das ist die beste Einhandwaffe, die es gibt, oder was? Hallo. Bring. Meisterdieb, was bringen wir? Meisterdieb? Bring mir. Nur weit. Gut. Hier fehlt es. Komm mit. Ups. Auf geht's. Bleib hier. Lauf. Du weißt. Level up. Oh, 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 oh. Fuck. Noch 14.000 EP. Scheiße. Ich hoffe, mein Taschendiebstahl hängt mit Diebeskunst zusammen. Dass ich das halt klauen kann, wenn mir Diebe kosten. Ich habe das jetzt quasi verdoppelt. Ich hatte 45, jetzt bin ich bei 80. Vielleicht klappt das jetzt. Wenn nicht, dann muss ich Level up warten. Wenn es dann nicht klappt, dann weiß ich auch nicht mehr. Hm, wohin gehe ich? Was ist mit dem Typen los? Der pennt aber den ganzen Tag. Schau mal. Ha. Schwert der Elemente. 130 Schaden. Heal 1. Jawohl. Kann ich das jetzt anschleifen noch? So nicht, so nicht. Nein, das bringt nichts. So nicht, das bringt nichts. 140 Schaden. Okay. Alles klar. Was habe ich hier? Ein Teleportstein? Nichts. Nichts. Erledige die Hirsche. Vergessen wir. Die Burg von Faring. Die scheiß Segen. Klar, warum nicht? Es gibt ja nur wieder. Hör bloß auf mit der Scheiße. Du solltest meinen Rat annehmen. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Als wenn das so einfach wäre. Ist das dein Ernst? Na. Gehen wir da hin. Ich meine, ich habe 500.000 Gold. Das heißt, da kann ich locker 300 zahlen. Vielleicht lassen sie mich dann rein. Das ist jetzt die letzte Stadt, die mir eigentlich noch fehlt. Und dann soll ich dann zuerst die Hauptstory weiterspielen oder zuerst die Städte befreien? Das ist eine schwere Frage.
einen Schritt weiter. Dein Ruf wird verbessert. Du bist kein Freund der Assassinen. Ich vertraue dir nicht. Du bist kein Freund. Ich vertraue. Hey! Verarschen, oder? Nimm die Waffe. Noch einen Schritt in diese Richtung und du kannst etwas erleben. Was soll der Scheiß? Ich habe ihm 350.000 Gold gegeben. Für nichts, oder was? Denkt ihr, die wachsen auf Bäumen, oder was? Okay. Das heißt, wir spielen erst die Hauptstory, oder was? Zumindest ein bisschen. Ein Teil davon. Okay, was bringt mir der Scheiß jetzt? Ansehen bei den Assassinen 29. Halt! Du bist kein... Ich vertraue... Bringt doch gar nichts. Ich gebe ihm zwar die 350.000 Gold, aber ich bekomme gar keinen Ruf dazu. Tja, dann werden wir diese Stadt wohl nie erleben von denen. Außer ich töte die ganze Wassermagier. Was ich eigentlich vorhab. Okay, und jetzt? Alle Mission. Wo ist der Guru? Ha, wo ist der Guru? Wollen wir das mal schauen? Der Guru. Map. Der muss hier sein. Außer du befreist die Stadt. Ja, aber dann verpasst ihr die Quest, die mir die Assassinen geben würden. Das ist doch noch Freiheit, oder? Ich gebe ihm 350.000 Gold. Ich meine, so viel Gold hat wahrscheinlich nicht mal niemand hier, außer mir. Und ich kriege nicht mal einen Ruf dazu. Glaubst du, es ist verbuggt? Weil da steht ja sogar im Text, dass es Rufzuwachs gibt. Okay, wieso ist das da gestrichelt? Kann ich da nicht irgendwie hin? Aha, was ist denn das für eine Höhle? War ich hier schon mal? Geflickte Truhe. Aha. Hast du gesehen? Ich hab's gewusst. Großvaters Erbe Teil 2. Oh lol, was ist da nicht für welche? Büchervernichter. Wie heißen die? Kapselträger? Pille des Glücks erhalten. 1000 Gold. Adenos Träne. Okay. Alles klar. Eine gesegnete Waffe verursacht mehr Schaden.
Zauberstein des Drachen, sagt cool, ich kann mich zum Drachen verwandeln. Okay, was habe ich da bekommen? Zauberöl? Nein, 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 nein. Okay, was habe ich da jetzt gefunden? Zeitblase, cool. Hm. Bin ich doof? Oder finde ich das jetzt echt nicht? Pille des Glücks. Maximal Lebensenergie, Mana, Ausdauer plus 1. Plus 1%. Adanos Träne, 100%. Okay. Dann hauen wir das doch weg, oder? Okay. Dann würde ich sagen, beenden wir hier unsere Folge. Und in der nächsten Folge schauen wir, was es sich ergibt. Wenn die Folge gefallen hat, lasst mir doch ein Like und ein Abo da und schaltet die nächste Folge wieder ein. Bis dahin, ciao.